Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Hegemonie 3, bei den Etrusken. Velatri ist unsere Hauptstadt. Und ich habe in der Zwischenzeit noch was entdeckt, und zwar ein ärgerlicher Bug, muss man mal so sagen. Ihr werdet euch erinnern, dass wir hier bei unseren Skills schon 2 Punkte vergeben haben, nämlich um hier unterschiedliche Ausrichtungen der Städte zu ermöglichen. Zum Beispiel hier den Kriegerkult. Und das ist verschwunden. Wir hatten das hier schon aktiviert. Das ist weg. Wir haben auch keine Punkte mehr, die wir jetzt neu vergeben müssen. Das ist ja nun wirklich verdammt ärgerlich. Vielleicht kommt das durch den Patch, ich weiß nicht. Oder es kann ja nicht bei jedem Reload weg sein. Puh. Also, die sind verschwunden und damit auch die Möglichkeit, eben das hier zu verändern in den Städten. Wir haben echt wirklich nur diese Basiseinstellung oder Verteidigung, was möglich ist. Alles andere geht jetzt nicht. Das heißt, unsere Rekrutierungsrate ist auch wieder schlechter. Puh, das ist natürlich ärgerlich, aber gut, müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen. Okay, jetzt will ich ein paar Sachen machen. Erstens, glaube ich, kann man Holz im Laufe des Spiels wirklich genug brauchen, mehr als genug. Deswegen werden wir mal hier dieses Camp, das scheint ja relativ sicher zu sein. Hier sind offenbar keine Gegner in der Nähe. Das werden wir hier nochmal ausbauen mit einer erhöhten Ressourcenproduktion. Und was wir auch machen werden, diese Mine will ich nochmal stärker sichern. Minen sind ja wirklich extrem wichtig und irgendwie können immer mal wieder irgendwelche Räuber durchbrechen. Deswegen werde ich auch in diese Mine hier eine Palisade bauen. Das kostet zwar wieder 10 Gold, aber ich glaube, auf die Dauer ist das eine ganz gute Investition. So, weit dazu. Dann wollen wir, wir haben ja hier wirklich gut gekämpft und wir werden jetzt diese Sklaven, die werden wir natürlich wieder zurückschicken in die Fischerei. Und diese 3 brauchen wir ja sowieso nicht. Die schicken wir dann in die Stadt. Genau. So, dann haben wir hier noch einen einzelnen Sklaven. Den schicken wir mal hier oben hin, weil da sind wir noch nicht voll. Da ist er auch ganz gut dabei. So, und dann ist ja jetzt die Idee, dass wir mit diesen beiden Truppen hier, dass wir damit in den Norden ziehen, um dieses Camp hier auszuheben. Das ist also tatsächlich jetzt der nächste Plan. Wir sind, glaube ich, jetzt auch voll ausgestattet. Ich hoffe, dass bis dahin dann auch der General, der relativ schnell unterwegs ist, wieder geheilt ist, der kann dann dazu stoßen. Den holen wir hinterher. Und wir haben jetzt ja dann noch 2 Truppen über. Und da ist so ein bisschen die Frage, was machen wir denen? Achso, wir haben auch noch eine Sklaveneinheit über. Die können wir eigentlich auch schon langsam mal in den Norden schicken. Schicken wir sie mal. Das sind auch Sklaven, die gehen dahin. Okay. Was haben wir hier? Achso, das ist unser Ziel, ja. Dann schicken wir die Sklaven erstmal hier so ein bisschen hierhin, weil ich habe vor, auch diese Fischerei hier zu übernehmen. Da können die Sklaven dann hin. Und was machen wir mit den beiden Einheiten, die wir hier noch haben? 20 Axtleute und 20 Speerleute. Wollen wir sie hier drüben hinschicken, um hier noch eine bessere Verteidigungsposition zu haben? Ist vielleicht ganz sinnvoll. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Ich meinte, hier aus dem Süden können sie kommen und dann sind wir hier in der Lage zu helfen. Schicken wir also einen Axtkämpfer noch hier hin und der ist ja sowieso auf dem Rückweg, wobei ich so ein bisschen am Überlegen bin, ob wir uns das erlauben können, hier nicht noch schnell diese Fischerei des Gegners niederzureißen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Okay, dann zoomen wir mal raus. Das ist irgendwie doch wichtig, auf dieser Ebene so zu spielen, weil man dann weniger verpasst, wenn irgendwie was auftaucht. Mhm. So. Gut, wir raiden hier. Und was machen diese Arbeiter? Die laufen da direkt vorbei. Und jetzt? Gehen die dahin? Stehen da rum? Na gut, wir werden mal die Fische. Oh! Verdammt! Hier kommen jetzt schon wieder die Speerkämpfer und die bauen ein Camp. Die bauen ein Camp. Okay, dann werden wir das Raiden jetzt abbrechen. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir werden gegen die Speerkämpfer nicht siegen.
Aber eh der dort ist, ist es auch zu spät. Ich meine, wir sind einfach hier, das ist so eine waghalsige Aktion gewesen, mit den Kämpfern hier so weit vorzurücken. Wir werden noch mal versuchen, ein bisschen Schaden anzurichten. Vielleicht können wir das Camp... Ne, das werden wir nicht hinkriegen. Die werden uns vorher abfangen. Ja, hilft nichts. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Okay, wir wissen, dort steht ein Camp. Hier kommen die Axtkämpfer. Das Ding erholt sich langsam. Warum da Holzmangel angezeigt wird, weiß ich nicht. Eigentlich sollten die sich Holz holen. Wir gucken mal kurz. Holz ist hier genug da und wird jetzt auch hier, sieht man durch die Pfeile, sehr schön in die Richtung transportiert. Genauso wie hier. Müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Gut, prima. Dann warten wir ja eigentlich nur, was war das für ein Geräusch? Achso, resupplied, kein Problem. Dann warten wir jetzt eigentlich nur auf den General, bis der wieder dabei ist. Und dann habe ich auch noch eine weitere Überlegung. Hier ist es ja so, dass demnächst auch hier das nächste Upgrade möglich ist. Allerdings dauert es noch ein bisschen. Und dann steht sich, dann haben wir ja wieder volle Pulle Rekruten. Das ist ja so ein spannender Punkt. Und, ich bin so ein bisschen... Ach, ist es so toll mit dieser riesigen Hoplitenheit. Die sind so stark, dass ich hier auch die Baracken baue. Das finde ich auch übrigens wirklich krass, dass man sich echt entscheiden muss, dass man Städte spezialisieren muss, weil es gibt hier sehr begrenzte Anzahl von, an Bauplätzen. Also im nächsten erhöht sich das zwar um ein, aber... Trotzdem, es gibt ja so viele verschiedene Gebäude und man hat nur zwei oder drei, später vielleicht vier Bauplätze. Und man muss sich das also sehr, sehr gut überlegen. Und ich glaube, wir bauen nochmal Baracken, obwohl das unser, wow, unser Konto dann nochmal weiter belastet. Aber es ist einfach zu verlockend. Aber wir können uns gar keine nächste Hoplitenarbeit-Einheit leisten, fällt mir gerade ein. Nee, dann lassen wir nochmal die Finger davon. Lassen wir nochmal die Finger davon. Wir... Müssen wir mal abwarten. Ich meinte, die Mine arbeitet ja erst auch wieder auf halbe Pulle. Da ist noch einiges drin. Plus 57. Oh ja. Wenn die volle Socke arbeiten. Oh, ich glaube, wir sollten mal die hier dahin beordern. Hier scheint der Gegner ja ganz wild zu kommen. Den werden wir dann hier hübsch empfangen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich irgendwie zu verstecken. Das habe ich noch nie ausprobiert. Aber ist vielleicht jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt. Naja, komm mal her, mein Freund. So. Oh. Hier sind leider die Axtkämpfer. Ah, man kann die irgendwie nicht so gruppieren, dass sie in einem gleichen Tempo gehen. Das ist immer wirklich blöd. Ich will jetzt noch nicht, dass sie so schnell sind. Aber was sie schon mal machen können, sie können schon mal dieses Ding hier erobern. Und warum stehen die Hopliten hier rum? Ihr sollt doch bitte weitergehen. Ach, wir haben die Gesamtbewegung abgebrochen. Wie dumm. Die Hopliten sind nämlich das Entscheidende. Was macht der General? Ist der wieder einsatzfähig? Noch nicht, aber demnächst. So, was passiert hier? Ach, der baut da schon wieder ein Camp. Ich fasse es nicht. Wie renitent sind die denn? Muss es vielleicht so sein, dass wir doch dieses Camp da übernehmen, aber ich will das Geld eigentlich sparen. Aber offenbar geht das bei denen nicht anders. So Leute, dann greifen wir die jetzt an. Hilft ja nichts. Die haben da das Camp gebaut und hauen ab. Ich fasse es nicht. Dann werden wir das Camp gleich wieder zerstören. Ich meinte... Können sie von mir aus machen, dieses Spielchen. Wir kriegen ja dann immer hübsch Geld. Jetzt ist fast zu überlegen, ob wir mit diesen drei Einheiten hier voll den Vorstoß wagen. Dann sind wir ja zwar hier unten blank, aber irgendwie cool wäre es schon, den Gegner da mal so richtig zu überraschen nochmal. Ach, das sind alles so Entscheidungen, die man treffen muss. So, ihr captured das. Das ist gut. Hier sind die Sklaven, glaube ich, angekommen. Dann schicken wir auch hier die Arbeiter nach Hause. Ja komm, wir gehen jetzt hier voran. Ach ne, erstmal müssen wir
Ach, jetzt habe ich den Befehl abgebrochen. Erstmal wollen wir ja das Ding zerstören und mit den beiden gehen wir voran. Sehr schön. Gut, bloß Hauptsache jetzt, wenn hier Raider auftauchen, haben wir jetzt ein Problem. So, aber ich meine, wir haben hier immer noch eine Einheit. Zumindest eine Militäreinheit. Oh, und ich sehe, der General ist da. Na, dann bitte mal ganz schnell zu den Hopliten. Ich hoffe, du reitest schnell. Ja, er hat ein ganz gutes Tempo drauf. Das ist erfreulich, weil ich will dann meinen Angriff auf jeden Fall mit dem General. Oh, was haben wir hier? Eine gegnerische Armee, die in unsere Richtung geht? Ja, natürlich. Die haben wir doch schon gesehen und erwartet. Das ist ja kein Ding. Der bereiten wir schon einen lustigen Empfang. So, auf sie mit Gebrüll, würde ich mal sagen. Was hat der? Der hat... Ne, Ambush wollten wir nicht. Range Support. Machen wir das mal so. Gut, und ihr habt hoffentlich Battleline. Ich weiß nicht, was die hier automatisch eingestellt haben, die Freunde hier. Ne, beide müssen Battleline haben. Gut. Wie soll das jetzt sein? So. Das sind Axtkämpfer. Waren das nicht vorhin Speerleute? Okay, wir gehen auf jeden Fall in den Nahkampf. Leider haben wir die Battleline verloren. Wir können die hier mal wieder vielleicht so ein bisschen rumführen. Na, dass sie von hinten zuschlagen können. Aber ich glaube, das reicht schon. Der Gegner ist schon ziemlich hinüber. So, die einzige Angst ist jetzt, wie gesagt, dass hier unten hier Räuber kommen. Nun gut, im Notfall könnten wir hier, wir haben immerhin schon 33 Rekruten wieder. Wir könnten relativ schnell zumindest noch einen Speermann ausheben. Das ist das Erfreuliche. Okay, wie geht's hier weiter? Ja, kommt. Stürmt doch einfach von der Flanke rein. Ihr braucht jetzt nicht mit euren Äxten mehr zu werfen. So, die haben wir erledigt. Sehr gut. Sind wir hier vielleicht schon so weit, dass wir hier Erfahrung... Oh ja, 900. Da müsste doch was möglich sein. Wir können sie upgraden. Aber das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht. Ich will doch jetzt eher... Ja, Raid Damage... finde ich jetzt nicht so super. Siege ist, glaube ich, auch noch nicht so... Ne, das ist alles noch nicht so prickelnd. Gut, ich hoffe, ihr... Das ist jetzt so ein bisschen das Knifflige. Ich hoffe, ihr Food hält durch. So, die Sklaven haben wir. Entschuldigt, Leute, ich muss einfach immer pausieren. Das geht sonst nicht. Es geht einfach zu schnell. Die Sklaven haben wir. Mit denen gehen wir jetzt gegen das Camp, werden das zerstören und die beiden gehen weiter hier nach vorne. Oh ja, da kommt ja die nächste Einheit. Sehr schön, dass die alle angekleckert kommen. So, ist jetzt endlich der General hier? Nein, natürlich noch nicht. Die Sklaven, die haben wir schon hier hingestellt für die Fischerhütte. Die kann jetzt dort reingehen. Doch, der General ist schon da. Ist er nun da? Nee, ist noch nicht da. Wo ist er denn? Hallo, wo ist der General? Ach, da ist er. Du sollst bitte doch hier hin. Komische Anzeige, als ob die schon verbunden sind. Ach ja, die sind schon verbunden. Bloß er ist noch nicht da. Gut, dann warten wir noch einen Augenblick. So, hier müssen wir aber aufpassen. Hier kommt es zur Schlacht. Die werden wir hier direkt anstürmen lassen und ihn lassen wir mal hier seitlich so aufmarschieren. Ich sehe immer nicht so richtig, in welche Richtung sie dann stehen. Charge blockt. Ne, da können sie nicht hin. Ah, das ist irgendwie doof gemacht. Also so, der Kampf-Feintuning, das ist noch so ein bisschen eine Schwierigkeit. Jetzt habe ich die Falschen in die Schlacht geführt.
Oh, was kommt da hinten? Noch die nächste Einheit. Ich hoffe nur eine. Sieht aber aus wie mehrere. Na, wir führen hier harte Kämpfe. Wir führen hier harte Kämpfe. So. Jetzt ist der General dabei. Jetzt können wir gegen das Camp rücken. Mit denen auch ein bisschen voran. Puh, wirklich jetzt zwei Fronten. So, hier müssen wir aber jetzt mal mit denen fertig werden. Kommt, Leute. 3 gegen 1. Das wird ja wohl machbar sein, bevor die nächsten da hinten kommen. Und das sind doch schon 2. Beeilung. Kann ich euch irgendwie rausziehen? Ja, ich kann euch rausziehen. Okay. Der Gegner ist geschlagen. Gut, sehr gut. Dann können wir uns hier... Tja, wie machen wir das am besten? Die sind schon ein bisschen angeschlagen, die Freunde. Die sind schon ein bisschen angeschlagen. Können wir erstmal... Können wir vielleicht die schon mal verbessern? Ja, jetzt können wir das. Jetzt haben sie 1000. Jetzt können wir... Maximale Moral oder maximalen Schaden. Machen wir das mal. Weapons Master. Okay. Dann gehen wir mal mit denen gegen die vor. Mit den Speerkämpfern gehen wir gegen die Axtkämpfer vor. Und mit denen können wir nachher reinflanken. Das ist so ein bisschen der Plan jetzt. Nee, geht mal bitte hier hin. Da sollt ihr reinflanken. Aber sie sind jetzt hier schon in den Kampf verwickelt. Ärgerlich. Dann flanken wir mit denen eben da rein. Kommt. Kann sein, dass wir hier unten verlieren werden. Boah, jetzt machen die da so eine umständliche Drehung. Naja, hier unten sieht es ganz gut aus. Da oben sind wir zumindest in Überzahl, haben aber jetzt nicht geflankt. Flankiert. So. Und hier? Was ist hier los? Hier ist noch nichts los. Offenbar noch keine gegnerische Einheit. Jetzt, die werden wir jetzt aber capturen. Das werden wir capturen. Dann haben wir hier absolute Ruhe. Mal gucken, ob jetzt noch welche rauskommen. Sieht nicht so aus. Sehr schön. Dann haben wir hier auch Ruhe. Ich weiß gar nicht. Hier geht es nicht weiter. Hier ist Schluss. Das ist erstmal erfreulich. Dann schicken wir hier die Einheit schon mal hier runter. Um da ein bisschen abzusichern. Gott sei Dank kommen hier noch keine Raider. Wie sieht es eigentlich aus hier? Gut. Gut sieht es aus. Hier ist bald das Upgrade möglich. Jetzt werden wir hier Baracken bauen. Ich weiß nicht. Wir haben das Geld eigentlich nicht, um uns eine nächste Hopliteneinheit zu leisten. Andererseits, wir könnten auch eine von denen dann... entlassen sozusagen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Genau, machen wir das. Komm, wir bauen jetzt hier auch noch Baracken. Die sind einfach super stark. So, das Holz haben wir hoffentlich. Dann bleiben wir mal hier bei dieser Schlacht. Oh, hier haben wir die Axtkämpfer schon erledigt. Das ging ja verdammt schnell. Verdammte Axt, möchte man fast schon sagen. Hier geht es allerdings nicht so schnell. Hier haben die wirklich Probleme. Elvin habe ich jetzt beordert. Und da kommt noch eine Einheit. Da kommt noch eine Einheit. Die haben ja hier wahnsinnig viel. Die Sklaven schicken wir wieder nach Hause. Vielleicht können wir mal schnell das Ding zerstören, bevor die andere Einheit kommt. Puh. Es ist heftig, aber jetzt haben wir sie. Jetzt müssten wir sie haben. Ja, Pillage hat auch geklappt. Gut. Und? Hauen sie wieder ab? Sie hauen ab. Sehr schön. Jetzt sind wir aber nun nicht mehr so stark, muss man einfach mal sagen. Ist die Frage, können wir jetzt noch weiter marschieren? Oder nicht? Die fliehen. Können wir noch weiter marschieren? Die haben jetzt 500 Erfahrung. Das ist gut, da können wir ihnen zumindest ein Medic geben.
Puh, ja, marschieren wir jetzt weiter mit 2,5 Truppen gegen die Stadt? Die hat auch keine Mauern. Wäre ein leichtes Ziel. Wie sieht es denn aus mit der Nahrung? 17 von 30 könnte gerade noch so reichen. 8 von 15. Uiuiui. Na gut, die Entscheidung, die treffen wir am Anfang der nächsten Runde. Bleibt dran, hier klappt das auch ganz gut. Sieht im Moment nicht schlecht aus. Wir kriegen die Lage unter Kontrolle, hoffe ich. Allerdings minus 10. Aber naja, unser Gesamtstand ist okay. Das ist nicht besorgniserregend. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinwallen.